So, natürlich seid ihr weiterhin die dumme kleine Menschheit und nicht das große, kluge Dingsbums. Und bei Fuß ist auch weiterhin völlig angemessen für die dumme kleine Menschheit. Aber eigentlich rede ich gar nicht mehr momentan mit der dumme kleine Menschheit, sondern der Weltführer blockt im Sanatoriumsmodus, weil ihn das hier, der Syrienkrieg gerade, flammt wieder auf, bestätigt. Also, was ist der Sanatoriumsmodus? Folgendes. Also, zuerst mal, da haben jetzt Leute was geschrieben, wäre alles okay, macht einen Vorschlag, so, aber hat das Video nicht wirklich angesehen und weiß gar nicht, was er hier redet. Weil wenn er das Video gesehen hätte, dann wisst ihr ja, dass ich jetzt mit dem normalen dahergelaufenen Publikum und Abonnenten den Kontakt abgebrochen habe. So, ich will jetzt praktisch, mich kann man nur noch, also die Leute, die im Fall der Wiener Reichsbrücke Medien anschreiben, die sind eigentlich nur noch hier willkommen. So, also das heißt, das lösche ich gerade so, zack. Der Alpha hat auch ganz, uns mal gelesen, ganz, ja, ganz guten Beitrag, so. Es ist jetzt auch ja dokumentiert, indem ich es jetzt hier so drauf halte. Aber, ja, er hat auch nicht beachtet. Wir sind jetzt in einem Stadium, ich weiß nicht, ist das jemand, der im Fall der Wiener Reichsbrücke Medien angeschrieben hat? Mir ist der User kein Begriff, hat sich nicht bei mir gemeldet, ich weiß nichts. Also zack, weg mit dem Ding. So, also, ihr könnt euch sparen. Aber was ist jetzt mit dem Sanatoriumsmodus? Es ist so. Ich habe ja gesagt, hier können sich bei mir, sind jetzt nur noch die erwünscht, die wie Aktivisten was unternehmen. Die zum Beispiel im Fall der Wiener Reichsbrücke sich bei Medien melden und auf meine Weltstarleistungen hinweisen. So, aber das ist der Grundsatz. So, das in die Richtung geht's auch. Aber jetzt zuerst mal fürs Erste brauche ich ganz mal Ruhe. Ich brauche mal Ruhe. Diese Idioten, der Kontakt mit dieser Idiotengesellschaft hat mich traumatisiert. Ich muss mich selbst therapieren. Ich muss mich ins Sanatorium begeben. Die Kontakte mit dieser Menschheit hier sind meiner Heilung nicht förderlich. Also, Saubande. Ich bin jetzt im Sanatorium hier auf meinem Kanal. Ich blogge nur noch im Sanatoriumsmodus. Und das heißt, momentan will ich gar nicht diskutieren. Aber auf längere Sicht sitzen bei mir die natürlich in der ersten Reihe. Und mit denen habe ich noch gern Kontakt, die etwas unternehmen im Fall der Wiener Reichsbrücke. Also, ein bisschen Geduld. Jetzt bin ich in der Heilungsphase im Sanatoriumsmodus und werde zu diesen Videos jetzt die Kommentarfunktion ganz abstellen. Aber das ist ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Wenn ich es pauschal abstelle, dann sind auch alle Kommentare aller Zeiten nicht automatisch gelöscht, alle, aber nicht sichtbar. Also ich muss hier das, was ich eigentlich will, kann ich rein technisch nicht erreichen, sondern nur auf dem Umweg praktisch. Ja. Und ich will die alten Kommentare und das in der Vergangenheit will ich so lassen, aber jetzt im momentan mache ich
Lasse hier gar keine Kommentare zu und später habe ich vor, eben die Leute in praktisch mit nur frei zu, also mit denen mich zu unterhalten, die etwas unternommen haben. So, also wie gesagt, jetzt hier der Sanatoriumsmodus. Eigentlich bin ich zurückgezogen, aber weil hier das mich so sehr bestätigt, greife ich das auf. Und zwar, das war abzusehen, versteht ihr? Ich habe es auch in mehrere Videos gesagt, der genaue Verlauf dieses in Israel ist ganz genau abzusehen. Zuerst die Hamas von Norden nach Süden bekämpfen, dann die Hisbollah, dann Syrien und dann der Iran. Wobei Syrien und Iran, ja, also das ist ja schon alles ein bisschen, oder der Iran, da gab es ja schon ein bisschen was, aber so richtig der totale Krieg, erst wenn praktisch alle Verbündete total geschwächt sind. Und das war ganz klar, die Israelis fangen mit dem Dings an, mit der Hamas im Gazastreifen und dann kommt die Hisbollah. Ich habe mir jetzt geärgert, versteht ihr? Es war mir ganz klar, die machen jetzt hier diesen Waffenstillstand mit der Hisbollah und dann wird sofort in Syrien weitergehen. Und ich ärgere mich, dass ich dazu, versteht ihr? Das wusste ich und aber Wenn das nicht rechtzeitig irgendwie, ich habe das auch praktisch in der Vergangenheit schon mehrfach gesagt, aber ich hätte es einfach vorgestern ein Video machen sollen. Sobald das gemeldet wurde, dass ein Waffenstillstand mit der Hisbollah, dann war es klar, das geht sofort in Syrien weiter. Die machen weiter und ja, letzten Endes geht es ja darum, sage ich mal, dass ich schon lange sage, Israel wird Syrien, nicht Syrien allgemein, wird Damaskus mit Atomwaffen angreifen. Da gibt's eine konkrete biblische Prophetie vor tausenden Jahren. Und ich hab das schon mehrfach erklärt, warum ich sage, das bezieht sich auf Atomwaffen gegen Damaskus. Das habe ich schon viele Jahre. Ich habe Artikel dazu geschrieben und so weiter. Wenn man jetzt da hinschaut, zum Beispiel. Und ich habe es verbunden mit New York City. USA, Iran, I think Damascus will be the sign before New York City, UNO and Wall Street will be destroyed. USA, Iran, ich denke Damascus wird das Zeichen sein, bevor New York City, die UNO und die Wall Street zerstört werden. Versteht ihr? Das große Ziel ist es, also bisher bin ich ein Rumeierer. Ich eiere herum. Aber das Ziel ist es, praktisch mit Gottes Gnade dahin zu kommen, dass ich sagen kann, dass ich eine konkrete, zutreffende Aussage machen kann auf den Tag, wenn New York City mit potenziell 10 Millionen Toten zerstört wird. Das ist etwas, das sagt ihr, das kann doch niemand oder warum soll das überhaupt passieren oder so. Aber das steht hinter dem Ganzen. Und ich habe schon im Jahr 2020 gesagt, Damaskus wird mit Atomwaffen zerstört und das wird das letzte große Zeichen sein, bevor New York City untergeht. Und dann, da geht es darum praktisch, natürlich kann das nicht ein Mensch von sich aus wirklich wissen. Da muss schon ein göttliches
göttliche, ja, Unterstützung und Hilfe und dass man das, und auch das muss ja über Gottes Wille sein, dass das dann ich sage, zurecht, wenn, dass ich es zurecht weiß. Aber ich denke, die Leute in New York City müssen gewarnt werden am Tag, vor dem Tag, wenn die Stadt vernichtet wird. New York City ist nach meinem Verständnis das Babylon der Endzeit. Die große Stadt, steht da in der Bibel, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Und das, besser könnte man die Rolle der UNO nicht beschreiben, tausende Jahre im Voraus, als es die UNO noch gar nicht gab. Also, die UNO in New York ist praktisch, New York City ist Babylon. Aber Babylon ist mehr als eine Stadt. Babylon ist das Freimaurersystem, das babylonische Freimaurersystem. Aber es ist auch praktisch eine... also der Untergang von Babylon wird ein Untergang der Macht der Freimaurer bedeuten, nach meinem Verständnis. Aber es wird nicht nur die Zerstörung einer Stadt sein, aber es wird auch die Zerstörung einer Stadt sein, und das wird New York City sein, meiner Überzeugung nach. Und dann geht es eben darum, dass die Leute eine Chance bekommen, praktisch. Ich denke, Gott möchte, dass es praktisch, so wie beim Untergang von Sodom und Gomorra, Gott einzelne Leute retten wollte und es getan hat. Auch als die Sintflut kam, hat Gott Leute gerettet. Und ja, und so denke ich, wird es auch sein beim Untergang von New York City. Und das dazu gehört, dass jemand den Tag kennt, wenn das passieren wird. Ich weiß es heute nicht. Ich weiß diesen Tag heute nicht. Aber wie gesagt, wir sind auch noch nicht so weit. Aber ich habe hier schon im Jahr 2020 gesagt, Damaskus wird das Zeichen sein. Bevor New York City untergeht. Mit potenziell über 10 Millionen Tote. So, und allerdings, es ist total gefährlich, hier irgendwie so eine Kakophonie oder irgendwie da rumeiern und falsche Ankündigungen machen, weil sowas kann auch mal im blöden Fall zu einer Panik führen. Und da können tausende Menschen sterben. Und letztlich hat das Datum gar nicht gestimmt. Also da muss man sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Das habe ich in der Vergangenheit auch gezeigt, wie vorsichtig ich da bin. Und ja, okay, das ist jetzt, sage ich mal, aber noch weit am Horizont. Für mich ist es einfach klar, es wird sich in Syrien zuspitzen, und dann wird Israel Damaskus mit einer Atombombe angreifen. Und das ist schon seit Jahrtausenden in der Bibel verborgen, diese Prophetie. So. Also, und deshalb war mir war klar, mit diesem Waffenstillstand im Libanon mit der Hisbollah, es wird jetzt sofort weitergehen in Syrien, und genau das passiert. Es passiert, und deshalb eigentlich wollte ich gar nichts jetzt direkt so machen, also irgendwie Kriminalfall oder was. Aber das ist einfach, ja, das bestätigt mich total. Und jetzt, ich mache das sogar in der Nacht, weil, versteht ihr, der Syrienkrieg flammt wieder auf. Und in der Vergangenheit war es so, dass... Das ist alles verlogen. Die USA sagen, wir müssen praktisch in die Dings nach Syrien, um den IS zu bekämpfen. Blödsinn. Der IS ist von den USA selber geschaffen. Das sind den und der, das, was hier ist, der Syrienkrieg flammt wieder auf.
Israel und die USA unterstützen die Rebellen gegen den Assad. Sowohl den IS als auch alles mögliche andere. Und ja, das ist praktisch, das sind alles Ergebnisse von Geheimdienstaktivitäten im Hintergrund. Das ist ein geplantes Wiederaufflammen und dann wird man wahrscheinlich wieder sagen, versteht ihr, die machen dann die teuflischen USA und die teuflische Israel, die machen selber, also davon gehe ich aus, Giftgasaktionen, die sie dann am Assad in die Schuhe schieben und um dann praktisch das Ganze, den Krieg dort zu eskalieren. Und es steuert darauf zu, auf die Atombombe von Damaskus, auf Damaskus, ja. Und das ist einfach, wie gesagt, ich komme einen Tag zu spät. Daran gedacht habe ich sofort, aber ich habe es am einen Tag versäumt. Ich hätte sofort das beim Waffenstillstand mit der Hisbollah sagen sollen, jetzt kommt mit Sicherheit, geht's in Syrien weiter. Und genau das passiert jetzt, ja. Also, und deshalb sage ich es nochmal, auch wenn sich das nun mal beruhigt oder was auch immer, aber dann fängt's wieder an und es wird meiner Überzeugung nach dazu kommen, also Damaskus wird schon oft angegriffen, Flughafen, das und das. Aber die biblische Prophetie heißt, dass der Palast von Ben-Hadad, praktisch die Mauern des Palasts von Ben-Hadad werden mit Feuer verbrannt, so ähnlich. Und du kannst keine Steinmauern mit Feuer verbrennen, außer mit einer Atombombe. Und ja, und es ist gesagt, Damaskus wird aufhören, eine Stadt zu sein. Damaskus ist eine der ältesten Städte der Menschheit und man hat schon so und es hat noch nie zerstört worden. Über 5000 Jahre alt. Und wenn mal irgendwo eine Stadt beschädigt oder zerstört wird, wird sie normal wieder aufgebaut. Aber warum wird Damaskus nicht mehr aufgebaut? Oder warum wird Damaskus aufhören, eine Stadt zu sein? Weil sie mit Atombomben verseucht wird. Ja. Und zwar bunkerbrechende Atombomben wahrscheinlich auf der Jagd nach dem Assad. Um den Assad im Untergrund zu töten, werden sie Atomwaffen einsetzen. Davon gehe ich aus. So wie sie den Nasrallah im Libanon getötet haben, im Untergrund, aber ohne Atombomben, so werden sie es ähnlich machen, aber mit Atombomben. Ja. Und ich will das einfach festhalten. Da muss jetzt niemand was dazu sagen. Ich schalte keine Kommentare frei. Ich halte das jetzt einfach fest, die Situation. Ich dokumentiere das. Aber wie gesagt, es wird andere Sachen geben. Also, die im Fall der Wiener Reichsbrücke was für mich unternommen haben, die dürfen momentan überall kommentieren, wo es freigegeben ist, sage ich mal, wo es bisher freigegeben ist. Aber die Videos, die ich jetzt neu mache, werde eine gewisse Zeit aus dem Sanatoriumsmodus heraus machen und dabei gar keine Möglichkeit bieten, was zu kommentieren. Aber ältere Videos bisher, wie gesagt, dürfen die kommentieren, die was im Fall der Wiener Reichsbrücke unternommen haben. Und bei den anderen lösche ich es einfach. Wenn was kommentiert wird, lösche ich es. Und das habe ich aber erklärt in diesem vorherigen Video. In dem Video habe ich das erklärt, wie ich moderiere. Achtung, neue willkürliche und ungerechte Moderationsregeln. Das müsst ihr euch halt auch anschauen. Dann seid ihr schlauer. Okay, jetzt begebe ich mich wieder in die
Trauma-Selbsttherapie sozusagen. Begebe mich wieder ins Sanatorium. Okay, soweit dazu.